You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schjami hier und willkommen zu meiner Guide für die ganzen Interface-Optionen, die es so gibt in World of Warcraft. Ich werde ja immer wieder gefragt, wie ich mein Interface so eingestellt habe, was für Addons benutze und bla bla bla. Im Endeffekt, ich nutze für mein Interface gar keine Addons. Das ist alles Standard-Interface und ich zeige euch hier mal, wie ihr das alles so einstellen könnt und eventuell andere Einstellungen, die ich vielleicht nicht benutze, aber die vielleicht für euch hilfreich sind. Denn man kann eigentlich mittlerweile mit dem ganzen Standard-Interface-Einstellungen verdammt viel machen. Und da fangen wir einfach mal an. Ich habe alles mal zurückgesetzt, dass es so normalerweise aussehen sollte wie bei euch. Wir fangen mal an. Und zwar, ich werde immer wieder gefragt, wie man die Porträts bewegen kann. Also ich habe ja meine Porträts normalerweise immer in der Mitte, weil es mir beim Spielen einfach mehr Fokus gibt, dass ich mich auf die Mitte konzentrieren kann und wirklich sehe, was gerade im Geschehen ist. Also wenn es zum Beispiel wie beim BVB und dann muss ich immer hektisch nach oben schauen, wie sieht es mit meinem Life aus, wie sieht es Holy Power mäßig aus oder sonst was, wenn ich nicht gerade Addon-Nutzer bin und da ein Addon für habe. Und zwar, man kann einfach Rechtsklick aufs Porträt machen, dann geht hier diese Reiter auf und dann kann man hier Fenster verschieben, Fenster entsperren, dann kann ich das hier mit Linksklick angreifen und kann das einfach hier runterziehen. Ich aim mir das hier immer so halbwegs in die Mitte hin. Das gleiche machen wir hier, indem ich mich selber einfach mal ins Ziel nehme. Dann können wir hier auch machen, Fenster entsperren und auch das ziehe ich mir auf die andere Seite hin. Dann gehen wir wieder hin und sagen Fenster sperren und hier genauso Fenster sperren. Dann können wir das hier auch nicht mehr wegschieben, wenn wir mit Linksklick drauf gehen. Und so ist der Blick schon mal ein bisschen fokussierter in die Mitte. Wenn wir sagen, wir spielen gerade BVB, dann kann ich mich hier in die Mitte konzentrieren. Natürlich als Anfänger ist meistens, was du falsch machst, dass du dich permanent auf deine Keys und Cooldowns unten konzentrierst und deswegen mehr oder weniger den Überblick verlierst. Aber es geht ja hier ums Interface. Das heißt, wir gehen hier weiter. Interface-Optionen. Was haben wir hier alles? Wir haben hier Steuerung. Was haben wir bei Steuerung drinnen? Normalerweise habe ich hier eigentlich alles so eingestellt, wie es gerade ist. Was macht fixiertes Ziel? Normalerweise, wenn ich jemanden ins Ziel nehme hier, zum Beispiel meinen Krieger am zweiten Account, dann kann ich, wenn ich hier wieder links klicke, einfach irgendwo hin, dann verliere ich ihn aus dem Ziel. Das heißt, wenn hier fixiertes Zielen aktiviert ist, dann könnte ich den nicht mehr einfach so verlieren, sondern muss wirklich jemanden anderen ins Ziel nehmen, damit das wechselt. Finde ich aber persönlich nicht so gut, muss man nicht unbedingt haben. Dann haben wir hier automatisch absitzen, das ist, wenn ihr auf einem Reittier gerade seid und einen Zauber wirken wollt, dann sitzt ihr automatisch ab. Das heißt, wenn ich hier aufmounte und sage, ich drücke Heilung, dann mountet es mich direkt wieder ab. Ist auch nicht wirklich ein Muss, aber egal. Handel blockieren ist natürlich, wenn ihr irgendwer mal wieder nerven will und euch die ganze Zeit untradet, dann könnt ihr das hier einfach aktivieren, dann kann euch keiner mehr anhandeln. Wenn ihr neuen Charakter levelt, keine Gilde haben wollt, dann könnt ihr hier Gildeneinladungen blockieren. Das gleiche gilt für Channel-Einladungen. Man kann ja andere Leute einfach in Channels einladen zum Chatten. Auch das kann man einfach deaktivieren. Das nächste, was viele fragen, ich habe hier immer dieses Beutefenster offen, wo man sieht, wer was gewürfelt hat etc. Das kann man hier einfach aktivieren. Und zwar einmal habe ich immer Beutefenster bei der Maus öffnen, das heißt, wenn jemand reinlootet, dann öffnet sich das dort, wo mein Cursor gerade steht. Und zweitens hier Beuteverteilungsfenster automatisch öffnen, damit das überhaupt aufgeht. Da seht ihr, wie gesagt, einfach drinnen, wer was gewürfelt hat. Dann kann man hier noch Schnellplündern aktivieren. Ich bin kein Fan davon, wie der ein oder andere schon weiß. Ich mag das einfach, wenn ich das selber auslooten kann. Außerdem habe ich hier sowieso auf Umschalttaste das eingestellt. Das heißt, wenn ich wirklich schnell plündern will, dann halte ich einfach Shift gedrückt und rechtsklick einfach den Mob rein. Dann lootet es mir auch alles mit Schnellplündern raus. Muss also nicht extra Schnellplündern so aktiviert haben. Ich mag das, wie gesagt, bei Mountbossen besonders, wenn ich das einfach selber rauslooten kann. Das gibt mir irgendwie mehr. Dann haben wir Interaktion bei Linksklick, das ist normalerweise, wenn ihr irgendwas benutzen wollt, irgendwelche Gegenstände in der Welt, die ihr looten möchtet oder sonst was für Quests, dann könnt ihr da einfach mit Rechtsklick draufklicken und plündert das Ganze raus. Wenn ihr das hier aktiviert habt, dann könnt ihr das mit Links- oder Rechtsklick machen. Ich mag das nicht so, aber das muss jeder selber wissen. Taschen aufräumen, umkehren, ja, das erklärt sich von selbst im Tooltip. Und Beute in die am weitesten links platzierte Tasche legen. Das heißt einfach, wenn ihr was rauslootet, dann wird das normalerweise in diese Tasche hier abgelegt. Muss man auch nicht haben. Ich sortiere mir das hier immer mehr oder weniger selber in meinem Inventar zusammen, was ich so brauche. Dann haben wir Kampf. Bei Kampf kennen sich schon mehrere nicht mehr aus dann, weil es ein bisschen komplexer wird.
Angriffe bei Unterstützen. Das sind normalerweise Assist-Makros oder sonstiges, dass die automatischen Angriffe gleich starten. Das heißt, wenn ich ein Makro habe mit Slash Assist oder Slash Unterstützen, mit dem Namen dahinter vom Charakter, das heißt dann einfach, dass ich das Target wähle, das der andere gerade gewählt hat. Das heißt, wenn ich mich hier mit dem Krieger, sagen wir, selber ins Target nehme und hier so und dann einfach im Chat eingebe, Assist Aerox, also den Namen, dann habe ich in dem Fall mich im Ziel, weil er mich gerade anvisiert. Und genau das könnte ich ja machen. Normalerweise, wenn ich das mit Assist mache, mit Assist Makro, dann geht er nicht direkt in die Kampfhaltung, also startet nicht die automatischen Angriffe. Das könnt ihr hier nochmal aktivieren, muss aber nicht sein, weil sobald ihr irgendeine Attacke drückt, wie Mortal Strike beim Krieger oder was auch immer, dann startet das sowieso. Automatische Angriffe stoppen, sobald das Ziel gewechselt wird. Das könnte recht praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel Schurke seid oder sonst was und zum Beispiel zwischen zwei Zielen hertappt im BG und eins blinden wollt und dann startet auf einmal aus Versehen ein Auto-Hit, weil ihr irgendwie Start Attack in dem Makro drinnen hatte. Dann kann man das hier ausstellen, indem, dass wenn ich das Target switche und dann blinde, dann kommt garantiert kein Auto-Hit mehr auf das Ziel. Dann, was ist Ziel des Ziels? Das ist eines der wichtigsten Dinge, finde ich persönlich. Und zwar, wenn ich jemanden ins Target nehme, wie mein Krieger, der hat jetzt mich im Target. Das heißt, Ziel des Ziels ist das hier. Das heißt, ich sehe, wen er gerade anvisiert, indem ich das eingestellt habe. Wenn ich mich jetzt abvisiere hier, dann sehe ich, dann verschwindet das. Wenn ich mich wieder anvisiere, dann ist es natürlich wieder da. Das heißt, dazu müsst ihr Ziel des Ziels aktivieren, ansonsten seht ihr das nicht. Zauberwarnmeldungen zeigen, das ist einfach nur für BVE. Das sind diese Warndexte, diesen gelben, wie zum Beispiel beim Rückgrat, bei Todesschwinge, da zeigt es euch dann immer an, kurz bevor er rollt und so weiter. Ist auch relativ praktisch, kann man definitiv einschalten. Benutzerdefinierte Latenztoleranz, das könnt ihr alternativ aktivieren, wenn ihr Lags habt. Einfach ein bisschen rumspielen damit. Oder wenn ihr generell einen höheren MS habt, dann könnt ihr halt, wie gesagt, das einstellen. Aktionen werden beim Drücken von Tasten ausgelöst. Wenn ihr das loslasst, oder beziehungsweise wenn das aktiviert ist, heißt das einfach, das ist standardmäßig aktiviert. Das heißt einfach nur, wenn ihr eine Taste drückt, also eine Fähigkeit, dann wird die gleich aktiviert. Wenn das Ganze hier ausgeschalten ist, dann heißt das, wenn ich die Taste drücke und erst wenn ich wieder loslasse, dann wird sie aktiviert. Finde ich irgendwie dumm. Ja, mag ich lieber, wenn es andersrum ist. Deswegen immer aktiviert lassen. Das hier ist ganz wichtig für PvP, Alarmierungen für Kontrollverluste. Das sind immer diese, das ist standardmäßig auch eingestellt, das sind diese roten Fenster, die hier immer kommen. Wenn ihr zum Beispiel einen 4-Effekt bekommt oder wenn ihr gestunt werdet oder geschiebt werdet oder in einer Trap vom Hunter landet oder was auch immer. Dazu müsst ihr einfach nur das hier aktivieren und könnt euch dann hier mit den Optionen spielen. Ob ihr die volle Dauer anzeigen wollt und so weiter und so fort. Das seht ihr hier bei den einzelnen Effekten extra nochmal Stille, ja, Unterbrechung, Entwaffnen, Unbeweglichkeit. Da könnt ihr euch alles anzeigen lassen, was ihr braucht gerade. Ich habe hier in dem Fall alles drinnen, weil ich es einfach praktisch finde. Warum auch nicht? Dann Zauberbalken. Das ist auch sehr wichtig, damit ihr überhaupt seht, wenn ein Gegner irgendeinen Zauber auf euch wirkt. Dazu müsst ihr diese Zauber, wie heißt jetzt nochmal, Zauberbalken einschalten lassen. Bei Ziel habe ich das immer bei Plakette und den Zaubernamen anzeigen. Das heißt, wenn ich mich hier selber ins Ziel nehme, dann sehe ich jetzt hier und dabei diesen Zauberbalken. Das ist natürlich nicht nur, wenn ich mich ins Ziel nehme, sondern generell bei jedem Gegner, den ich ins Ziel nehme und sehe auch, welchen Zauber er hier wirkt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Arena spiele, dann sehe ich, was ich unterbrechen muss oder genauso im BVE, was ich unterbrechen muss. Weil ihr halt immer relativ schnell erkennt, was das hier für ein Zauber ist. Natürlich müsst ihr dementsprechend schnell reagieren, weil ihr seht ja, wie zum Beispiel bei Paladin Lichtblitz ist schnell durch. Und das zeigt sich ja, wie gesagt, überall dann an, mit Zaubernamen natürlich. Dann, was haben wir als nächstes? Taste für Fokuszauber bin ich kein Fan von, weil ich das eigentlich immer selber eingestellt habe über Makros, aber dazu in einem Makro-Guide mehr. Ihr könnt hier alternativ für einen Fokuszauber hier eine Tastaturbelegung aktivieren. Fokusziel setzt ihr, indem ihr hier auf dem Porträt einfach rechts klickt und dann zum Beispiel Fokus setzen. Okay, jetzt blockiert das irgendein Addon anscheinend. Deaktivieren wir das einfach mal schnell. Wenn ich hier einen Fokus setze, dann habe ich bei mir hier oben das Fokusziel, wobei das hat sich irgendwie ein bisschen verschoben. Normalerweise habe ich das hier drüben. Was ist ein Fokusziel? Das heißt, das ist jetzt nicht das Ziel, das ich angreifen möchte, sondern das ist ein alternatives Ziel. Wenn ich sage,
sagen wir, der hier ist der Gegner und das ist ein Heiler in Arena, dann kann ich sagen, ich setze mir den Heiler ins Fokus. Das heißt, wenn ich dann Makro oder diese Tastaturbelegung eingestellt habe, wo war es jetzt? Warten wir das gerade, Taste für Fokuszauber, sagen wir, ich habe hier Umschalt eingestellt für Fokuszauber. Dann heißt das, wenn ich hier meine Faust der Gerechtigkeit habe und Umschalt gedrückt halte und dabei 5 drücke, dann würde dieses Ziel hier den Stun kriegen, also der Krieger, der hier im Fokus ist, anstatt dem hier, den ich gerade aktuell im Ziel hätte. Dafür sind diese Fokustasten gedacht. Wie gesagt, ich habe das immer lieber in einem Makro, aber ich gehe dann in der Makro-Guide genauer drauf ein, wen das interessiert. Ist vor allem für die BVB oder ja, generell für die BVB-Spieler sehr interessant. BVE kann man es auch immer mal wieder brauchen. Taste für Selbstzauber kann man hier eigentlich aktivieren, wobei ich das hier eigentlich gerade deaktivieren sollte. Also die Taste generell, ich habe das alles wieder über Makros gebindet. Ansonsten automatische Selbstzauber finde ich am besten. Immer aktiviert lassen, das heißt nur, weil ich kann es mal ausstellen, das heißt nur, wenn ich jetzt versuche mich zu buffen, passiert gar nichts. Man sieht, der Cursor will hier oder fängt hier an zu leuchten. Wenn ich ihn ins Ziel nehme, bufft er natürlich. Wenn ich keinen im Ziel habe, passiert gar nichts. Dazu müsste ich mich selber ins Ziel nehmen und dann kann ich erst buffen. Das Ganze kann man umgehen, indem man automatisch Selbstzauber wirkt. Das heißt, wenn ich jetzt drauf drücke, dann buffe ich einfach, egal wen ich, ob ich gerade jemanden anvisiert habe oder nicht. Ist natürlich nochmal Zeitersparnis, sagen wir so. Dann kommen wir weiter zur Anzeige. Bei Anzeige geht es einfach nur darum, da kann ich Umhang und Helm ausblenden, anzeigen. Da kann ich Bedrohung in Prozent anzeigen, das heißt über dem Ziel, was ich aktuell habe, wird mir die Bedrohungsleiste angezeigt, wobei ich sagen muss, das ist als maximal das Tank noch wichtig, wobei man das eh nur noch hin und her spottet. Aktiviert Alarmsounds, wenn die Bedrohung einen höheren Wert erreicht, kann man noch aktivieren. Punkte als Durchschnitt anzeigen kann man aktivieren, muss man nicht, ich habe es generell immer aktiviert. Das heißt, wenn ihr rechts unten schaut, jetzt beim Tooltip Kreuzfahrerstoß, dann steht da ein sofortiger Schlag, der 15.000 Schaden verursacht. Wenn ich das hier jetzt wegschalte, dann sehe ich den wirklichen Wert, das heißt zwischen 14.000 und 16.000 Schaden. Das heißt, wenn das aktiviert ist, dann rechnet es mir einfach nur den Durchschnitt raus, was das durchschnittlich an Schaden verursachen kann. Wer sich da ein bisschen reinlesen will oder wer wirklich sehen will, wie sehr er sich verbessert, wenn er ein besseres Gear hat, der sollte das ausschalten und kann da ein bisschen besser vergleichen dann. Dann habt ihr hier Umrissmodus. Wenn ihr FPS-Probleme habt, schaltet das Ganze aus. Ansonsten könnt ihr das aktiviert lassen. Das ist beim Questen, wenn ihr irgendwelche Quests erledigen wollt. Das sind diese Umrandungen um NPCs, diese goldenen, damit ihr Items und so weiter leichter finden könnt in der Welt. Dann haben wir hier noch freie Taschenplätze anzeigen, habe ich meistens immer aktiviert. Das heißt, das ist hier beim Rucksack, sieht man diese Zahl 59 jetzt gerade. Das heißt, 59 leere Plätze sind gerade, wenn ich das ausschalte, ist die Zahl weg unten. Ich habe das normal immer an. Video mit Untertitel, ja, das erklärt sich selber, das sind halt die Cinematics mit Untertitel etc. Minikarte drehen, das ist hier oben die Minimap. Das heißt, wenn ich mit normal drehe, passiert gar nichts, da dreht sich nur mein Pfeil oben. Wenn ich das hier einschalte, dann dreht sich die ganze Minimap mit. Finde ich jetzt nicht wirklich ein Muss, sagen wir so. Andere nur charakterspezifische Erfolge anzeigen. Das heißt, wenn das aktiviert ist, zeige ich anderen im Armory nur die Erfolge an, die ich wirklich auf dem Charakter gerade erreicht habe. Das müsst ihr aktivieren, wenn ihr zum Beispiel die Ironman Challenge machen wollt. Dann muss das aktiviert sein, weil sonst kann das System nicht sagen, ob ihr auf dem Char zum Beispiel grüne Items angelegt habt oder was auch immer und ihr werdet halt direkt disqualifiziert. Ansonsten, wenn ihr nicht Ironman Challenge macht, ist es eigentlich sinnfrei. Müsst ihr nicht wirklich aktivieren dann. Benachrichtigungen aus dem Abenteuerführer anzeigen, das ist das gute Buch hier unten. Wenn ihr das aktiviert habt, diese Option hier, dann leuchtet das immer so golden und ein Ausrufezeichen ist drüber, wenn ihr irgendwas Neues machen könnt. Das heißt, wenn ihr ein höheres Level erreicht habt beim Questen, zeigt es euch im Abenteuerführer an, wenn ihr zum Beispiel ein neues Gebiet gehen könnt und da könnt ihr dann schneller reagieren, sagen wir mal so, oder seht das schneller, wenn ihr das hier aktiviert habt. Finde ich nicht so schlecht, sagen wir mal so. Dann haben wir Questziele. Automatische Questverfolgung ist einfach nur, wenn ich eine Quest annehme, dann wird sie hier rechts gleich, wo die Quests hier angezeigt werden, gelistet. Wenn das nicht aktiviert ist, dann wird sie hier nicht gelistet, sondern ihr könnt sie selber listen alternativ. Ich habe das aber generell immer eingeschalten, weil schadet ja keiner. Ich kann ja dieses Questfenster hier jederzeit zumachen, wenn ich es nicht brauche. Dann Kartentransparenz beim Bewegen ist generell aktiv. Das heißt, wenn ich laufe, dann wird diese Karte hier einfach transparent. Ich mag das irgendwie gar nicht, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich wieder so ein persönliches Ding, aber ich finde das mehr oder weniger störend, weil wenn ich die Karte brauche, dann lasse ich sie sowieso so offen, damit ich nachschauen kann.
Da finde ich das irgendwie unnütz, wenn die irgendwie transparent wird. Wer das zum Beispiel nicht weiß, wo man die Karte kleiner machen kann, da ist hier nochmal so ein Pfeil, da kann man einfach draufdrücken. Dann ist die Karte generell klein, wenn man sie aufmacht, ansonsten wäre sie halt dementsprechend groß. Wenn wir hier schon gerade dabei sind. Sortierung für neue Quests in der Questverfolgung. Das ist die Questverfolgung, ist das hier, wie gesagt, das Fenster, wo neue Quests angezeigt werden. Zuerst oben natürlich, dann listet es gleich oben in der Liste wieder ein, wenn ihr eine neue Quest annehmt. Dann kommen wir zu Kontakte, das hat alles mit dem Chat zu tun. Schimpfwortfilter erklärt sich von selbst, Spamfilter erklärt sich von selbst. Wenn einer am Handel spammen will, dann zeigt sie halt nur einmal die Nachricht an und nicht 5000 Mal. Sprechblasen, das ist einfach, wenn ihr was schreibt, zum Beispiel hier Hi, dann kommt hier diese Sprechblase und da könnt ihr auch festlegen, für was, beziehungsweise hier in dem Fall halt für Sprechen und für Gruppen sagen und so weiter. Sprechblase für Gruppenchat haben wir hier extra, wie gesagt. Fensterverzögerung abschalten, markieren, um Chatfenster sofort anzuzeigen, sobald die Maus darüber geschoben wird. Das heißt einfach nur, dass das Fenster nicht mehr transparent ist, sondern sobald ihr mit dem Mauszeiger drauf fährt, dann wird das Ganze halt sichtbar. Gildenmitgliederalarm, dass ich es rausbringe, habe ich nur eingeschaltet. Das ist, wenn in der Gilde jemand online kommt, dann kriegt ihr diesen Sound und außerdem wird im Chat halt gelb markiert, wer gerade online gekommen ist. Scrollen mit dem Mausrad ist einfach nur, damit ihr im Chat scrollen könnt. Da hier ist noch Twitter-Aktivierung, wenn ihr einen Twitter-Account habt. Chat-Style, ja, das erklärt sich, glaube ich, auch von selber. Das hier ist noch recht praktisch, wer das nicht kennt. Wenn ihr wissen wollt, wer wann was geschrieben hat, dann könnt ihr hier alternativ noch einen Zeitstempel mit einfügen, damit ihr seht, ja, wie gesagt, wer wann irgendwas getextet hat im Chat. Die restlichen Sachen hier sind eigentlich mehr oder weniger unnütz. Dann kommen wir eigentlich zum nächsten wichtigen im Interface, und zwar die Aktionsleisten. Ich habe hier immer zwei Aktionsleisten aktiv angezeigt, habe aber hier diese ganzen Hidden, also diese ganzen versteckten Aktionsleisten. Ich habe hier alles mit Keybindings schon versehrt, das heißt, hier sind eigentlich nur Buffs und Mounts, das ist eine Leiste, die brauche ich deswegen nicht unbedingt, weshalb ich die immer ausgeschalten habe. Beziehungsweise ihr seht hier könnt ihr generell alle Leisten ein- oder ausschalten, je nachdem, ob ihr die braucht oder nicht. Was macht Leisten fixieren? Leiste fixieren heißt einfach nur, dass wenn das ausgeschalten ist, dann kann ich hier einfach eine Taste nehmen mit Linksklick und kann es hier wieder rausziehen. Wenn das Ganze fixiert ist, dann kann ich das nicht einfach rausnehmen, sondern kann hier einstellen, mit was für einer Taste ich das alternativ rausziehen müsste. In dem Fall bei mir ist es Umschalt, das heißt, wenn ich wieder Shift gedrückt halte, dann kann ich erst wieder Sachen rausziehen. Wenn Shift nicht gedrückt ist, dann funktioniert das natürlich nicht. In meinem Fall habe ich hier wieder die ganzen Leisten ausgeblendet. Wie gesagt, ich brauche nur aktiv diese zwei Bars. Dann Leisten immer anzeigen, können wir nochmal kurz einblenden. Das macht nichts anderes, als dass ihr hier diese durchsichtigen Kästchen seht, wenn ihr das einschaltet. Ist ab und zu ganz praktisch, aber brauche ich im Moment auch nicht. Dann Sicherung aktivieren, Fähigkeiten werden nicht deaktiviert, wenn innerhalb kürzester Zeit wiederholt auf den gleichen Button gedrückt wird. Das ist, wenn ihr ein Cancel-Makro oder sonst irgendwas habt oder bei gewissen Fähigkeiten wie zum Beispiel HDA vom Paladin, dass wenn ihr es zweimal schnell drückt oder sonst was, dass das nicht aus Versehen nochmal aktiviert oder deaktiviert wird. Ja. Dann haben wir noch Zahlen für Abklingzeiten anzeigen, das ist auch ganz wichtig, finde ich persönlich. So hat man einen besseren Überblick, braucht kein Add-on dafür, das heißt einfach nur, wenn ich jetzt was ziehe, sagen wir Bubble, dann sehe ich hier in der Leiste unten 5 Minuten Cooldown, das heißt, gleich mit Richtspruch, sind wir hier 60 Sekunden und dann scrollt halt hier die Zeit langsam runter. So habe ich ein bisschen mehr Überblick, wann ich denn was ready kriege, ohne dass ich irgendwelche Addons dafür benutzen muss. Dann gehen wir weiter zu Namen. Was macht man bei Namen? Natürlich mein Name, das heißt, ich kann mir hier, wie man schon sieht, den eigenen Namen wieder anzeigen lassen. Das Ganze hier, NSC-Namen würde ich einschalten bei Quest-NPCs, das heißt einfach nur, dass wenn ihr eine Quest angenommen habt, wo ihr, sagen wir mal, gewisse Gegner töten müsst, dann wird der Name gleich rot angezeigt, also so wie hier bei den Mitspielern, wird er gleich über dem Gegner angezeigt, nur in roter Schrift. So erkennt ihr solche NPCs gleich viel leichter. Dann natürlich freundliche Spieler, man sieht hier, Aerox sitzt hier drüben, das heißt, wenn ich hier an- und ausmache, dann geht der Name an und weg. Finde ich persönlich immer wichtig, meinen Namen habe ich eigentlich selten eingeblendet. Gildenname und Gildentitel kann man hier noch einstellen. Gildenname ist natürlich unten einfach der Gildentag. Gildentitel ist hier, was er in der Gilde für einen Rang hat. Dann kann man alternativ noch Titel wegschalten. Tiere und Haustiere, feindliche Spieler immer anzeigen natürlich. Freundliche Spieler immer anzeigen. Und hier könnt ihr noch Namensplaketten einschalten, wobei ich momentan einfach kein Fan von Namensplaketten bin.
Das heißt einfach nur, das sind diese blauen Balken oder halt alternativ rote Balken bei Gegnern. Ja, kann man einschalten, muss man aber nicht. Find's jetzt nicht so wichtig. Eine Arena kann's helfen, muss aber genauso nicht. Aber jeder, wie er selber will. Da finde ich, wie es mit Legion verbessert wird, sieht's natürlich dann bei Weitem besser aus. Dann schwebender Kampftext. Das ist auch immer, was ich oft gefragt werde, warum meine Zahlen immer auf der Seite runterscrollen. Das seht ihr hier alles. Und zwar, was ich habe, hab ich hier alles eingestellt. Und zwar einfach nur den Schaden. Das heißt, der normale Schaden wird angezeigt. Schaden über Zeit wird angezeigt. Wenn ich einen Begleiter hätte, wird der Schaden angezeigt. Meine Heilung wird angezeigt. Und Schilde werden angezeigt. Also was meine ich gerade damit? Das sind einfach diese Zahlen hier, die hier kommen. Das gleiche natürlich auch für Schadenszahlen etc. Und hier kann man dann schwebender Kampftext über mir aktivieren einfach. Und dann kann man hier einfach auswählen, seitlich scrollen und nicht aufwärts oder abwärts scrollen, so wie es standardmäßig eingestellt ist, sondern seitlich, dass das neben dem Charakter vorbeigeht. Sieht ein bisschen besser aus. Hier kann man alternativ noch einstellen, was ihr denn angezeigt kriegen wollt hier. Also von Ausweichen über Rufänderungen, über Energiezuwachs und so weiter, kriegt ihr dann alles angezeigt, je nachdem, was für euch persönlich wichtig ist. Dann könnt ihr hier noch alternativ aktivieren, ob Effekte wie Stille und so weiter, Verlangsamungseffekte auf dem Ziel angezeigt werden soll. Da kommt dann auch nochmal so ein kleiner Text über dem Ziel, zum Beispiel halt Kniesehne und dann Ziel verlangsamt steht dann zum Beispiel dabei. Dann haben wir hier Statustext. Was ist der Statustext? Und zwar ist das nichts anderes als diese Zahlen, die hier stehen, zum Beispiel mein Mana, mein Life oder hier drüben zum Beispiel das Life. Hier unten in der Leiste zum Beispiel, wie viel Ruf ich brauche, wie viel EP ihr noch braucht. Das könnt ihr hier alles aktivieren. Ihr seht hier Spieler, das ist einmal bei mir, dann bei Gruppe, man sieht, wenn ich das ausschalte, ist das hier wieder weg, kann ich wieder aktivieren oder halt wie gesagt, alternative Ressourcen sind wie zum Beispiel beim, beim Mana oder bei Fokus etc. Erfahrungsleistentext, das ist dann natürlich hier in meinem Fall die Rufleiste bzw. die EP-Leiste. Dann könnt ihr noch auswählen, in was das angezeigt werden soll, Prozentsatz, numerischer Wert oder beides. Dann seht ihr das hier. Ich habe das immer gerne in Nummern. Dann Einheitenfenster. Porträts aller Begleiter in der Gruppe anzeigen. Das heißt einfach nur, dass mir Hunterpads und so weiter angezeigt werden. Gegneranzeige in der Arena. Das heißt, dass mir auf der Seite rechts die Gegner angezeigt werden. Mit Zauberbalken und mit Begleitern. Ist relativ praktisch natürlich, wenn man nicht gerade in der Arena spielt, wo man normalerweise sowieso Gladius benutzt, das Addon. Was das Ganze nochmal ein bisschen besser macht, aber standardmäßig kann man auch mit dem hier spielen. Wie gesagt, das zeigt euch einfach die Gegnergruppe in der Arena nochmal auf der rechten Seite an. Habt ihr ein bisschen besseren Überblick. Größeres Fokusziel. Fokusziel hatten wir ja vorher schon. Das heißt, das Fokusziel ist das hier. Wenn ich das deaktiviere, dann wird das Ziel hier ein bisschen kleiner. Wenn ich das aktiviert habe, ist das dementsprechend groß. Da tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter, das zu erkennen, wenn der zum Beispiel einen Zauber auf mich wirkt in der Arena. So, das ist wirklich das, was ich am öftesten gefragt werde. Wie stellst du dein Interface so ein, dass die Schlachtzugsprofile so aussehen? Weil viele immer meinen, ich habe Grid oder sonst irgendein Addon aktiviert. Nein, das habe ich nicht. Das ist einfach nur hier ein Schlachtzugsprofil, da kann man das einstellen. Man kann sich hier ein Profil erstellen. Hier kann man mehrere machen, wie zum Beispiel ich hier bei Battlegrounds oder Raids. Habe mir hier ein neues erstellt. So, standardmäßig sieht das so aus, dass ihr hier auf der linken Seite einfach die Gruppe so seht. Das sieht relativ unübersichtlich aus und man kann nicht viel damit anfangen, zumindest an Anfänger nicht. Das heißt, das erste, was ich mache, ist Gruppe wie Schlachtzüge anzeigen. Dann habe ich hier auf einmal zwei solche Kästen, das heißt, hier bin einmal ich und einmal der Krieger. Dann kann man machen, Gruppen zusammenhalten, das ist einfach nur, dass Gruppe 1, Gruppe 2 etc. in solchen Kästen zusammengehalten wird. Braucht man nicht unbedingt, finde ich persönlich. Sieht ein bisschen scheiße aus. Sortieren nach Rolle würde ich da immer machen, nicht nach Gruppe oder Alphabet, weil nach Rolle seht ihr halt dann nochmal, wenn Main Tank oder sonst was markiert ist. Dann, was ist wichtig? Eintreffende Heilung, das heißt, wenn ich jetzt heile, dann wird mir das hier angezeigt. Warte mal. Ich gebe mir mal kurz ein bisschen Fallschaden hier. Das heißt, wenn ich heile, dann wird mir hier angezeigt. Das ist vor allem als Heiler praktisch. Vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen mit mehr Fallschaden. Das heißt, wenn ich heile, man sieht hier in etwa, wie viel ich heile. Das ist natürlich immer nur der Wert, wenn es nicht kritisch wäre. Und dann sieht man hier, kann man sich als Heiler ein bisschen orientieren, weil ihr seht auch die Heilung, die andere gerade wirken. Dann heilt ihr alternativ nicht unbedingt gerade das gleiche Ziel. Ressourcenbalken anzeigen kann man hier noch alternativ einstellen. Dann seht ihr zum Beispiel, wie viel, wie viel Mana der Raid gerade noch hat. Seht ihr bei jedem einzelnen Ziel oder Wut oder was auch immer.
Habe ich meistens nicht aktiviert, meistens nur, wenn ich raide. Klassenfarben habe ich immer aktiviert, das heißt einfach, wie gesagt, Klassenfarben, Krieger braun, Paladin zum Beispiel rosa. Begleiteranzeigen, also einfach nur, dass Hunter-Pets, Magier-Pets und so weiter alle angezeigt werden. Zusätzlich noch mit einem kleinen Fenster, habe ich auch nicht aktiv. Haupttank und Assistentenanzeigen kann man noch, wie gesagt, das sind diese Raid-Marks, da wird nochmal ein extra Fenster angelegt für die Tanks. Habe ich immer aktiv. Rahmenanzeigen habe ich nicht aktiv. Das sieht hier ein bisschen hässlich aus. Wenn man das hier ausschaltet, dann sieht das nochmal ein bisschen schöner aus. Schwächungszauber anzeigen und nur bannbare Schwächungszauber anzeigen. Wobei ich habe das eigentlich immer nur Schwächungszauber anzeigen drinnen. Das heißt, wenn jemand Debuff im Raid hat, dann wird da hier so ein kleines Fenster unten noch oder so ein kleiner Debuff angezeigt. Da hat man im Raid zum Beispiel mehr Überblick oder wenn man Heiler spielt in der Arena etc. Erkennt man relativ schnell, wen man dispeln muss. Das ist natürlich nochmal recht praktisch. Dann kann man hier noch alternativ Gesundheitstext anzeigen, wie viel Life die einzelnen Leute hier haben oder verlorene Gesundheit oder Gesundheit in Prozent. Und dann kann man hier noch Fensterhöhe, Fensterbreite. Dann haben wir das hier dementsprechend großgezogen. Dann geht's weiter. Man klickt hier links auf der Seite, haben wir so einen Pfeil. Da klickt man drauf. Dann kann man hier freischalten. Dann kann man das hier verschieben, dann sieht's, dann sortiert sich das entweder längs oder der Höhe nach. Dann kann man hier oben angreifen, da kann man das Ganze nochmal verschieben, zum Beispiel hier drunter. Kann dann sperren sagen, dann kann ich das hier nicht mehr wegschieben. Und alternativ, wenn ich es gerade nicht brauche, kann ich hier ausblenden oder anzeigen drücken. Das hier ist nur noch für einen Schlachtzug, eine Gruppe in Schlachtzug umwandeln etc. Rollenabfrage, Bereitschaft und Markierungen kann ich hier noch setzen zum Beispiel. Wer das bisher nicht wusste, kann ich hier auch wieder wegmachen, wenn ich nochmal drauf drücke. So, dann gehen wir weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Das hatten wir jetzt alles. Da könnt ihr alternativ aktivieren, wann ihr das sehen wollt, dieses Fenster. Ich habe das einfach Gruppen wie Schlachtzüge, also dass es immer angezeigt wird. Stärkungs- und Schwächungszauber ist ein sehr wichtiges Fenster. Nur bannbare Zauberanzeigen finde ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Vielleicht für einen Heiler ganz am Anfang. Wenn man nicht gerade weiß, was man unbedingt dispeln soll und was nicht, kann man das anzeigen. Dann zeigt sie halt wirklich nur Sachen an, die du wirklich dispeln kannst, also Magieeffekte in dem Fall. Ansonsten, wenn man das nicht aktiviert hat, dann zeigt sie auf einem Gegner generell alle Debuffs an oder auch auf deine Mates. Das gleiche hier mit Stärkungszaubern. Stärkungszauber zusammenfassen. Filtert bestimmte Stärkungszauber in einer Zusammenfassungsbox. Kurzfristige Stärkungszauber werden in der Box angezeigt. Das ist einfach diese Box hier oben. Da seht ihr dann alle Buffs einfach in dieser Box drinnen. Dann habt ihr ein bisschen ein schöneres Interface. Das ist das Wichtigste, muss ich sagen hier. Alle feindlichen Schwächungszauber anzeigen. Das müsst ihr unbedingt aktivieren. Das heißt einfach nur, dass ihr nicht nur eure Debuffs auf dem Gegner seht, sondern generell alle Debuffs, die gerade drauf sind. So könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie viel Schaden noch kommt. Wie gesagt, das ist praktisch. Damit ich halt nicht nur meine eigenen Debuffs drauf sehe auf dem Ziel, sondern zum Beispiel, wenn ich einen Afli-Lock mit habe, noch seine ganzen Dots drauf, was er gerade oben hat, kann ich das ein bisschen besser überprüfen, was da gerade noch alles drauf ist. Dann haben wir hier noch Battle.net-Option, das ist natürlich einfach nur, ob Freunde online, offline gehen, kann ich mir anzeigen lassen. Wenn das aktiviert ist, dann kommt hier immer so ein Fenster, Freund gerade online gekommen etc. Habe ich aus, weil es beim Videorekorden ziemlich lästig ist, wenn mich die ganze Zeit Leute adden und so weiter. Dann genau hier das gleiche, aktualisierte Statusbenachrichtigung und so weiter. Sind einfach nur die ganzen Anzeigen für Battle.net selber. Dann haben wir hier noch Kamera im Gelände folgen. Das heißt, es passt einfach den Winkel der Kamera im Gelände an. Das heißt, die Kamera fährt von alleine immer mit. Finde ich nervig. Das gleiche bei Kopfnicken. Das heißt, beim Laufen simuliert es einfach dieses Kopfnicken, wenn man hin und her rennt. Ist auch persönlich irgendwie ein bisschen nervig. Wasserkollision versetzt die Kamera über die Wasseroberfläche, wenn der Charakter über Wasser ist und unter die Wasseroberfläche, wenn er unter Wasser ist. Kann man anmachen, muss man aber nicht. Es ist gar nicht mal so dumm. Ich kann euch kurz demonstrieren, was das genau ist. Kann ich hier tauchen? Ich hoffe mal. Genau, wenn ich unter Wasser bin, dann geht die Kamera automatisch unter Wasser. Wenn ich ober Wasser bin, dann ist sie automatisch oben und ich kann nicht runterfahren. Das heißt, ich kann das hier alternativ. Ups. Ich soll das auch speichern mit OK. Ich kann das alternativ ausschalten, dann kann ich hier mit der Kamera auch einfach unter Wasser fahren. Ist persönlich praktischer, muss ich sagen, weshalb ich das eigentlich normalerweise immer ausgestellt habe. Weil ich persönlich finde, das nervt ein bisschen, wenn die Kamera dann so rumspackt, wenn ihr irgendwie im Wasser irgendwas machen wollt. So, was haben wir noch? Intelligenter Drehbogen ist immer aktiviert. Aktiviert die freie Sicht, wenn die Kamera am Boden zentriert ist.
Kameraentfernung weit nah. Das kann man mit dem Makro noch ein bisschen weiter entfernen, aber wie gesagt, dazu zu einem anderen Guide. Automatisches Folgentempo, ja, braucht man auch nicht wirklich. Kameraverfolgungsstil nur bei Bewegung. Ansonsten braucht man hier eigentlich auch nichts einstellen. Die anderen Optionen sind mehr oder weniger ziemlich shit, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch Mausoptionen. Das ist einfach nur noch Maus umkehren. Das heißt, wenn das hier aktiviert ist, normalerweise, wenn ich mit der Maus nach oben fahre, fährt sie in-game nach unten. Wenn ich nach unten fahre, dann fährt sie in-game nach oben. Umgekehrt. Das heißt, wenn ich das hier umkehre, dann, wenn ich mit der Maus nach oben fahre, dann fährt es halt auch nach oben. Also dann fährt die Kamera hoch, wenn ich nach unten fahre, fährt sie runter. Ich bin das einfach schon gewohnt, das Ganze anders zu haben. Das war früher, war das in Spielen immer aktiviert, heutzutage braucht das eh keiner mehr. Maussichttempo, wie schnell sich die Kamera dreht, wenn ihr das aktiviert habt. Mausempfindlichkeit generell noch, wenn der Mauszeiger in-game irgendwie zu langsam ist oder sonst was, könnt ihr das hier noch ein bisschen hochdrehen. Mit Klicks bewegen, ich weiß nicht, wer das braucht, aber man kann hier noch ein paar Sachen anpassen von der Kamera etc. Aber ich finde es unnütz, das heißt einfach nur, wenn ich das aktiviert habe, dann kann ich mit Rechtsklick sagen, ich will mich nur darüber bewegen, dann seht ihr immer diesen Punkt und dahin läuft er dann einfach. Das ist so Hack-and-Slay-Genre-mäßig wie bei Diablo. Braucht man in einem MMO nicht wirklich, wenn man nicht gerade, sagen wir mal, irgendwie körperlich eingeschränkt ist, finde ich das einfach nur unnütz, sagen wir so. Dann haben wir hier noch Hilfe, die Tutorials, zeigt die Tutorials an, das sind einfach diese Hilfsboxen, die euch ein bisschen helfen, kann man am Anfang vielleicht aktiviert haben. Erweiterte Dual-Dips, was ist das denn? Wenn ich hier zum Beispiel auf Kreuzfahrerstoß fahre, dann seht ihr rechts unten im Bild den Tool-Dip, das heißt Kreuzfahrerstoß und der Text steht dabei. Das kann ich hier zum Beispiel ausstellen, wenn ich irgendwie Videos mache oder sonst was, weil es nervig ist, dann kommen hier keine Dual-Dips im rechten Eck unten mehr. Normalerweise habe ich das immer aktiviert, weil ich es gerne immer durchlese, wenn ich irgendwas wissen will. Dann haben wir nur noch Zugänglichkeit, das ist natürlich für Leute, die farbenblind sind oder wie gesagt körperlich irgendwelche Behinderungen haben. Man kann hier zum Beispiel Bewegungssteuerung aktivieren, ach, die erscheint hier oben. Damit kann man alternativ zum Beispiel nur mit einer Hand lenken etc. Wenn man draufklickt, dann wird das automatisch immer von alleine gelockt, kann hier springen, zurückgehen etc. Und kann allein über das hier seinen Charakter bewegen. Und dann, wie gesagt, Farbenblindmodus aktivieren und kann das hier noch genauer einstellen. Und dann war es das eigentlich soweit zum Interface. Jetzt wisst ihr eigentlich alles, was die einzelnen Optionen machen, wie ich mein Interface eingestellt habe. Mein Raid-Interface hier, meine Frames, meine Aktionsleisten etc. Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das war es eigentlich dann auch schon. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch damit helfen konnte und dass ich all eure Fragen beantwortet habe. Wenn ihr sonst noch irgendwas wissen wollt, dann schreibt es mir unten unbedingt in die Kommentare rein. Ich schaue, dass ich euch da alles beantworte. Ansonsten, ja, wie gesagt, das war's. Wenn es euch geholfen hat, Däumchen nach oben. Vergesst nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Die Links dazu findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.